So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ja, seht auch schon an meinem Skin. Die NBA-Skins sind jetzt endlich im Shop drin. Wenn ihr euch wundert, warum 86, ist einfach nur mein Geburtsdatum, also deshalb nicht wundern. Dann ganz kurze Info, was die Schatten-Ruby betrifft. Zack, wo habe ich sie? Oh, ich habe sie gar nicht abgespeichert. Da gibt es nur halt, wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, nur noch die Möglichkeit, das Ganze über den Epic Store zu machen, beziehungsweise über den PC. Tut mir natürlich leid für die, die jetzt keinen PC haben, aber ich sage ganz ehrlich, ich kann manche Skins auch nicht bekommen, die auf der Switch sind, manche nicht, die auf der Playstation sind. Also gönnt da auch gönnt da doch einfach auch den anderen Konsolen, Plattformen, Spielern auch mal einen Skin. Denn jeder hat seinen Exklusivskin und jetzt halt auch einfach der PC. Liegt nicht nur daran, weil ich einen PC habe, um Gottes Willen. Aber das ist halt der einzige Grund, warum Epic Games hingeht und quasi sagt, nee, der bleibt exklusiv. Und man kann das Ganze ja immer noch mit einem PC umgehen. Aber jetzt genug gequatscht davon, gehen wir rein in den Itemshop. Zack, und da sehen wir schon, alle Basketball-Skins sind da. Warte mal, ich gehe mal gerade hier auf den anderen, damit wir sehen können, was man verändern kann. Also man kann die Rückennummer bzw. die Brustnummer verändern, wie ihr seht. Und natürlich auch das Team. Und da sind halt wirklich alle Teams vertreten. Also schon krass, also du hast mit einem Skin eine Menge Outfits, würde ich sagen. Wenn du lieber gelb spielen willst, spielst du gelb. Wenn du Bock hast, hellblau zu spielen oder auch ganz eklig in lila. Man kann halt ja wirklich jedes Team auswählen und ich bin eigentlich kein Basketballspieler, habe zwar damals mal Basketball gespielt, aber so Lakers ist eigentlich so bei mir, allein aus meiner Gamezeit damals, wo ich NBA gespielt habe, da habe ich immer Lakers genommen, einfach wegen Pip, wie hieß er nochmal? Ne, Pippen war Chicago Bulls, Shaquille O'Neal, wer war denn da noch? Ach Gott, da gab es ja so viele bei den Lakers. Und, wo sind sie? Da. Da gab es auch einen ganz besonderen Spieler, nämlich einen kleineren Spieler. Ich weiß gerade nur nicht, wer wieder heißt. Wie hieß der ganz Kleine? Iverson, oder? Doch, Iverson war es. So, das gibt es natürlich in allen Varianten. Also, das ist schon ein bisschen krass, ey. Wieder total übertrieben. 10.000 Stile. Und dann haben wir ein neues Rückenaccessoire. Ich wollte es mir erst holen, aber für 600 V-Bucks und ein Schild auf dem Rücken. Ganz ehrlich, nee. Das ist nicht mein Emote. Mein Rückenaccessoire. Und dann kommen wir zum Dribble-Emote. Das ist ziemlich nice, finde ich. Ist okay. Also passt natürlich perfekt zum Skin, um Gottes Willen. Und dann kann man sich die Skins natürlich auch noch gönnen. Für 3500 V-Bucks kriegst du entweder alle männlichen Varianten oder auch für 3500 V-Bucks kriegst du alle weiblichen Varianten. Ist okay, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Skin davon habe, reicht doch eigentlich. Also ist nur meine persönliche Meinung. Ich muss ja nicht alle 5 Stück haben, oder? So, dann, was haben wir noch im Chat? Im Shop. Shakira ist wieder da. Sakira. Ist auch ein nicer Skin. Also für 2000 V-Bucks natürlich wieder ein bisschen teuer, aber ja. Die legendären Outfits sind halt einfach teuer. Dann haben wir noch Himmlisch mit drin. Und dann die Tugend. Auch eine schöne Pickaxe, wie ich persönlich finde. Ihr habt was. Der Ton, ja, die hätte ein bisschen mehr Wucht haben können, der Ton. Weil es ja in meinen Augen so ein bisschen was mit Göttern zu tun hat, auch wenn es ein Engel ist. Aber die hat ein bisschen mehr Power verdient, finde ich. Und dann Melkor ist wieder mit drin, mit passendem Rückenaccessoire. Gut, ist halt ein Dämon, gell? Also, Dämonen sind halt einfach hässlich. Und dann böser Blick wieder drin. Eine der besten Pickaxe, die es gibt, finde ich. Aber halt 1200 V-Bucks. Dann haben wir noch des Weiteren Bachi wieder mit drin. Aber ihr wisst ja, ich mag diese Frisur nicht. Also wer auf die Frisur damals irgendwann mal kam, geht gar nicht. Überhaupt nicht mein Fall.
Dann haben wir Brand Channel wieder mit drin. Ja, das Gesicht ist nice, aber wir wissen ja, so sieht unser Skin aus. Und da finde ich ihn oben ein bisschen zu breit. Natürlich auch das passende Rückenaccessoire, wenn er mitmacht. Rückenaccessoire ist okay. Passt zum Skin, ist nicht zu groß. Das geht klar. Und dann haben wir die gute alte Magma-Tarnung wieder mit drin. Und dann die Kothacke. Auch eine schöne Pickaxe, wie ich finde. Ziemlich schlicht, einfach, aber trotzdem optisch gesehen auf jeden Fall ein Hingucker. Dann, wir wissen ja, Copyright. Dann verschwitzt auch wieder drin. Wieso? Warte mal, verschwitzt? War das schon drin? Bin ich gerade überfordert. Ich meine ja. Oder? Warte mal, wenn das Season 6 ist, müsste eigentlich sogar neu sein. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das Emote neu ist oder noch. Ist es neu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin mir jetzt gerade selber total unsicher. Und dann haben wir Beastie Boy halt wieder im Chat drin. Beziehungsweise Beast Boy. Ich nenne ihn warum auch immer Beastie. Weiß nicht, halt einfach, weil es die Kindervariante ist. Dann Batman-Paket und Catwoman auch noch ebenfalls drin. Dann Ritter der runden Tafel ebenfalls noch drin. Doppelagenten-Paket. Dann das Shadow-Spitzhacken-Paket. Und wie immer unser ständiger Begleiter, das letzte Lacher-Paket. Bleibt einfach für immer im Shop. So, in Rette die Welt kann ich euch sagen, gibt es leider keine V-Bucks. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Genießt eure Freiheit. Wir dürfen wieder ein bisschen mehr machen, dank Corona. Dank Corona, ja. Vor allem dank Corona. Also genießt die Zeit und haut rein.